Teil 2. Ich habe es geschafft, dass Marie immer noch da ist. Wir reden über Stimme im Verkauf. Und in diesem Video bekommst du handfeste Tipps, wie du umsetzen kannst, wie du an deiner Stimme arbeiten kannst. Marie hat ganz viel mitgebracht für dieses Video. Nach dem Intro, let's go. Wenn du das erste Video mit Marie schon gesehen hast, dann weißt du, welche Bedeutung Stimme im Verkauf hat und wie du damit arbeiten kannst. In diesem Video bekommst du, wie versprochen, Umsetzungstipps. Marie, was hast du uns mitgebracht? Ich habe dir was mitgebracht zum Thema, wie du Kompetenz ausstrahlen kannst. Weil als Verkäufer erwartet der Kunde von dir, dass du weißt, wovon du sprichst. Und das bringst du natürlich auch durch die Stimme rüber. Das ist so, ja. So ist es. Und was ganz oft bei Verkäufern oder auch bei anderen Leuten auffällt, ist, dass die Stimme nicht wirklich echt ist. Also das ist ja sehr gut, das macht ihr, glaube ich, auch, an Leitfäden zu arbeiten. Also eine gute Vorbereitung ist sehr wichtig, um sicher zu sein in Gesprächen. Die Gefahr ist gleichzeitig dabei, dass es so ein Manierismus wird, so eine eingeschliffene Sprechmelodie dann reinkommt und man damit beschäftigt ist, was zu memorieren, anstatt dass man wirklich beim Gegenüber ist. Okay. Dann klingt die Stimme in dem Moment nicht mehr echt. Also man kennt das ganz oft, also ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr fliegt und die Stewardess ist erst noch ganz normal, ja, die begrüßt einen im Flugzeug hier, ja, Sitz ist da drüben und so, herzlich willkommen. Und kaum hat ihr das Mikrofon vor der Nase, so. Jetzt kommt's. Herzlich willkommen an Bord der Maschine nach Berlin. Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen und ich behauche meine Stimme so doll, dass wirklich niemand mehr auf den Inhalt achten kann. Und diese Sprechmelodie löst gleichzeitig auch Stresshormone aus. Ist natürlich schlecht jetzt für die Leute, die Flugangst haben. Generell ist es auch unangenehm, wenn jemand mit uns spricht, der einfach nicht wirklich zu uns spricht, sondern was Einstudiertes macht. Und ich hatte es gestern noch an der Rezeption, als ich ins Hotel gekommen bin, da hatte ich noch einen extra Wunsch, dann gefragt, ob ich dann ans Ende des Flures kann, weil ich einen sehr leichten Schlaf habe und ich mag das dann nicht, wenn ich da in der Nähe des Aufzugs bin. Und da war die Rezeptionistin auch ganz nett und hat es möglich gemacht und hat dann gleichzeitig auch, ja, das ist dann überhaupt kein Problem, das können wir dann gerne machen, gell? Dass sie dann auch ruhig schlafen können. Du hast und, gefühlt wie drei, oder? So ein bisschen wie ein Idiot, muss man in dem Moment. Sie hat es wirklich nett gemeint, aber das ist dann manchmal so dieses Übertriebene. Man möchte wirklich so auf den anderen ganz wohlwollend wirken und übertreibt es dann in dem Moment. Okay, ja. Und ganz wichtig ist dieses Echte. Und das ist natürlich bei Verkäufern dann auch am Telefon so, mit Ihnen wollte ich schon lange mal sprechen, mein Name ist XY, toll, dass ich Sie erwischt habe. Ja? Und da wünsche ich mir dann manchmal was Intentionales, heißt es, dass jemand wirklich mit dir spricht, mit mir spricht. Und da hilft es dann, sich zu überlegen, okay, mit wem spreche ich da eigentlich, das ist kein Fremder, sondern sich vorzustellen, dass du mit dem Freund eines Freundes sprichst. Oder das ist der Freund eines Kollegen. Dann hast du automatisch schon Nähe in deiner Stimme. So eine Beziehung hergestellt im Prinzip, ne? Also du bist jetzt nicht irgendwie komplett auf Distanz, sondern du hast schon so ein bisschen irgendwie das Gefühl, ne, du kennst den und das schwingt dann auch mit, ne? Ja, das ist so Rapport herstellen zwischen zwei Personen. Und es geht natürlich nicht, wenn man auch bei Vorträgen, hört man das ja auch häufig, ganz herzlich willkommen, also schön, dass Sie da sind, ja? Da spricht man gleich mit allen, anstatt zu sagen, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Dann spreche ich wirklich, dann fühlt sich der Einzelne angesprochen und das ist was ganz anderes. Und das kriege ich natürlich auch durch die innere Einstellung. Also mit deiner Mutter, mit deiner Freundin würdest du da auch nicht so sprechen. Ja, also stell dir mal vor, du kennst denjenigen wirklich und das ist kein Idiot am anderen Ende der Leitung. Das hilft schon mal als Tipp 1. Sehr gut. Tipp 1, schaff irgendwie eine Beziehung. Ganz kurzes Beispiel dazu. Marie hat gerade gesagt, Leitfadenerstellung, ja, das machen wir tatsächlich. Und wir haben es einmal gemacht mit einem Steuerberater, der gesagt hat, ich möchte gerne kalt akquirieren. Und der Leitfaden war super. Wir haben verschiedene Dinge getestet und er hat dann angerufen und hat gesagt, schönen guten Tag, mein Name ist und ich bin Steuerberater und ich wollte mich mal vorstellen, denn also er ist, Wording ist jetzt egal, ne? Aber er ist wie so eine Planierraupe über den Gegenüber drüber gefahren. Und auch das gehört zu Kommunikation und auch zu Stimme und Sprache, dass du einfach Interaktionen zulässt. Also einfach auch mal bewusst eine Pause machst, damit der Gegenüber deinen Gruß erwidern kann. Wenn du sagst am Telefon, schönen guten Morgen, dann gib doch deinem Gegenüber einfach auch die Chance, dir auch einen guten Morgen zu wünschen. Oder halt auch in einer vernünftigen Stimmlage den persönlich anzusprechen mit seinem Namen, also ihn oder sie,
denn das hören wir Menschen ja unheimlich gerne, unseren Namen. Und da können wir dann dementsprechend auch eine ganz andere Beziehung herstellen. Das ist, glaube ich, in Verbindung mit der Stimme dann auch ein ganz, ganz wichtiges Instrument, ne? Schwierig wird es natürlich, wenn man den Namen 18 Mal innerhalb von 2 Minuten hört. Das ist so. Also dann denke ich mir auch, das habe ich dann auch schon am Telefon gesagt, es ist ganz nett, dass sie sich da bemühen, eine Beziehung herzustellen, aber es ist für mich irgendwann unangenehm, wenn ich den Namen einfach so häufig höre. Wie geht's Ihnen denn heute, Frau Braun? Hatten Sie eine gute Anreise, Frau Braun? Fühlen Sie sich wohl in Dortmund, Frau Braun? Haben Sie Lust auf dieses Video, Frau Braun? Haben Sie noch mehr Tipps mitgebracht, Frau Braun? Und da lege ich direkt auf. Also dann bin ich direkt raus. Also okay. Warum? Weil das tatsächlich trainiert klingt. Also schön ist es ja, wenn wir an der Kommunikation arbeiten, ohne dass jemand anders sagt, oh, die oder der war beim Kommunikationstraining, irgendwas ist da komisch. Also es sollst ja noch du sein. Genau, genau, richtig. Authentizität hast du gerade schon angesprochen als Thema, dieses Echte, also wie kommst du rüber? Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass du dich auf den Gegenüber einstellen kannst, seine Motive auch bedienen kannst, trotzdem echt bleibst, du selbst bleibst. Und eine vernünftige Form dafür wählst, also dich nicht verstellst. Ich höre ganz oft den Satz, als Verkäufer kann ich ganz, ganz, ganz viele Rollen einnehmen. Nein, das ist nicht die Idee dahinter. Deswegen ist es unheimlich wichtig, echt zu bleiben. Wir haben mal Videos gemacht, vielleicht hast du das gesehen im Channel. Da habe ich mit dem Kalle gemeinsam einmal die Korkennummer gemacht. Also wir haben uns einen Korken in den Mund gesteckt, haben uns gegenseitig eine Geschichte erzählt, um uns vorzubereiten auf dieses Video. Warum solltest du das nicht tun, wenn du in Vorbereitung auf einen wichtigen Termin bist? Marie. Das, was ihr gemacht habt. Du fragst mich jetzt tatsächlich, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, die Korkennummer ist nicht die idealste. Ich bin da lernbereit. Ich bin lernbereit. Also lass es raus. Es sagen ja viele und es machen auch viele Trainer, also dieses Korken zwischen die Zähne nehmen und dann sprechen und danach den Korken rausnehmen und dann fällt es uns viel leichter, deutlicher zu sprechen. Nur ist es auch so, dass es vielen dann passiert, wenn sie den Korken rausnehmen, dass sie dann Kieferprobleme in dem Moment haben und sich der Kiefer verspannt. Und ja, es ist so, dass du danach deutlicher sprichst, weil du hast diesen Widerstand nicht mehr und es fällt dir dann leichter, den Kiefer aufzumachen. Nur das hält ungefähr 30 Sekunden an, danach ist es wieder so wie vorher und du hast eventuell deine Verspannung in dem Kiefer. Okay. Und was passiert, wenn wir vorne den Mund so weit öffnen, dann wird hinten der Gaumen enger, der weiche Gaumen. Also es ist so, wenn du eine Comicfigur lachen siehst, dann siehst du ja da hinten dieses Zäpfchen, das sich bewegt. Mhm. Und kurz davor ist der weiche Gaumen, der also nach unten gehen kann oder nach oben gehen kann. Und wenn du vorne den Mund so weit aufreißt, geht es hinten eher runter. Was wir aber haben wollen, ist, dass ihr Offenheit zeigt und eine Wärme habt. Und das haben wir, wenn wir Resonanz im Raum haben, wenn wir den Rachenraum möglichst weit machen. Und das heißt also, es geht eher darum, den Rachenraum weit zu machen, als okay, dass wir vorne jetzt den Kiefer weit auseinanderkriegen. Okay, verstehe. Jetzt wisst ihr auch, warum ich mich so auf diesen Termin gefreut habe, weil ich tatsächlich selber echt viel lerne und weil es für euch auch ein wichtiges Thema ist, ne? Wenn ihr im Verkauf da draußen unterwegs seid. Tipp Nummer 3, du hast irgendwas erzählt mit Finger auf den Tisch. Was hat es damit auf sich? Ja, ich mache das selbst häufig. Ich arbeite ja auch als Sprecherin, werde manchmal als Off-Sprecherin eingesetzt oder als Synchronsprecherin. Und, also als Off-Sprecherin bist du im Hintergrund und sprichst etwas ein, ne? Ich erkläre etwas zum Beispiel. Okay, wir machen Erklärfilme und eine neue Software wird eingeführt und ich bin da die Stimme, die erklärt, was man wann wie drücken muss. Ja, also das ist eine Off-Stimme. Und da ist es dann so, dass man manchmal spürt, ich habe zu viel Energie gerade oder ich bin vielleicht auch aufgeregt, wenn zum Beispiel die Kunden auch direkt in der Leitung sind und mithören und mich dann gleich bewerten können als Sprecherin, dann ist es schon so, dass ich auch eine Aufregung in mir habe. Und das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr mit einem wichtigen Kunden sprecht, dass man dann in dem Moment aufgeregt ist. Ja. Und was dann einige Sprecher machen oder ich zumindest mache, dass ich dann in dem Moment auf den Tisch drücke und so meine überschüssige Energie loswerde. Denn das Schlimmste, was man machen kann, wenn man sich auf einen wichtigen Termin vorbereitet, ist zu sagen, okay, alles super, ich bleibe ruhig, alles, ich muss jetzt ganz still bleiben. Und es ändert ja nichts daran, dass dein Körper hochgefahren ist, dass du Adrenalin, Noradrenalin in deinem Körper hast und diese Energie, die muss ja irgendwie raus. Mhm. Und wenn du dich zwingst, ruhig zu bleiben, dann kommt die nicht raus. Und dann zuckt die Augenbraue oder die Stimme ist eben zittrig und das ist vor allem bei uns Frauen so. Wir haben kürzere und wir haben dünnere Stimmbänder bzw. Stimmmuskeln und dann wird es noch viel schneller hörbar. Okay. Und wenn wir merken, dass wir nervös sind oder aufgeregt sind, dann bringt es uns ganz viel
die Energie anderweitig loszuwerden, entweder mit dem Finger auf den Tisch zu drücken oder die Finger zusammenzudrücken. Und dann ist das Zittern nicht mehr in der Stimme, okay, sondern die Energie ist hier. Also ich gebe quasi bewusst das in einen anderen Teil meines Körpers, um da halt gut aufgestellt zu sein. Könnte ich auch einen Knautschball nehmen? Kannst du auch machen. Du hast auch da drüben ja dein Bällebad, ja, von deiner Tochter. Komm mal vorbei, da gibt es ein Bälleparadies. Kannst auch einen Ball nehmen, auf den du drückst, klar, kannst du alles machen. Also irgendwie rauslassen. Ja. Okay. Lass die Energie raus. Zwing dich nicht ruhig zu bleiben. Ja. Umsetzungstipps, ne? Haben wir euch versprochen. Was hast du uns noch mitgebracht? Noch zum Thema weiter Rachenraum, weil sich vielleicht vorhin die oder der ein oder andere gedacht hat, ja toll, weiter Rachenraum, aber wie mache ich es denn jetzt eigentlich, wenn ich nicht Korkensprechen machen soll? Also eine der besten Übungen, die es gibt, ist tatsächlich zu gähnen. Weil wenn du gähnst, also du kannst es auch provozieren, du machst deine Zunge ganz weit runter und atmest auf KA, also auf K ein, dann geht auch die Zungenwurzel runter, das ist wie eine Massage für die Stimmbänder und dann entspannst du so dein ganzes Ansatzrohr hier oben in dem Moment und auch den Kehlkopf und die Stimmbänder. Okay. Und es macht alles schön weit. Das könnte peinlich sein, aber ich mach's trotzdem mal. KA einatmen. Und wenn du dich in dem Moment entspannst, ja, einatmen natürlich. Okay. Ja, genau. Und danach dann ausatmen. Und ja. Mach das auch mal. Probier das mal. Wir testen das. Ja, cool. Und es entspannt natürlich in dem Moment ja den ganzen Körper. Ja, hier das Team gähnt schon mit. Ja. Sofort wird es gespiegelt. Ja. Und es entspannt natürlich den ganzen Körper, weil unser ganzer Körper ist Resonanzraum. Ob man jetzt bei einer Gitarre das A antönen lässt oder bei einem anderen Instrument, bei der Geige, die haben einfach unterschiedliche Resonanzräume und es klingt anders. Und so klingt bei dir das A anders, auch bei mir, als bei mir, weil wir unterschiedliche Resonanzräume haben. Ja. Und es geht immer darum, den möglichst groß zu machen und möglichst locker zu machen. Wenn du irgendwo Verspannungen hast, dann hört man das natürlich auch an der Stimme. Okay. Wegen im Studium haben wir uns ganz viel am Boden rumgerobbt und haben da Lockerungsübungen und Atemübungen gemacht auf der Yogamatte, um den ganzen Körper zu entspannen. Ich dachte, ach du Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Nur am Ende hörst du es tatsächlich am Stimmklang. Okay, cool. Also wirklich, testet das mal. Ich mache das, wenn es Kamera aus ist, noch mal intensiver. Ne? Nehme das aber als Gedanken mit. Finde ich auch gut, dass du die Korkennummer damit so ein bisschen aufgelöst hast. Nächste Geschichte ist ja irgendwie mit etwas zu essen verbunden. So. Ja, das hast du dir gemerkt. Das habe ich mir gemerkt. Ne? Also wenn du das schon so ankündigst, ne? Was hat es damit auf sich? Also es geht um die Stimmlage. Es gibt eine bestimmte Tonhöhe, in der wir vertrauensvoller wirken als in anderen Stimmlagen. Und um mal so anzufangen, das ist noch in uns verankert. Wir wissen, wir Menschen, dass wenn jemand lügt, dann fühlt derjenige Schuld oder Angst. Okay. Es sei denn, er ist ein Psychopath. Mhm. Aber es sind ja nur 1% der Menschheit Psychopathen. Jetzt kannst du dich fragen, okay, wieso arbeiten die jetzt alle in deiner Firma? Aber es ist so, dass es relativ wenige sind. Aber wenn du jetzt auf der Führungsebene arbeitest, dann sind es schon 15%. Ich weiß nicht, ich glaube, du leitest ja hier den Laden. Dankeschön, ja. Nein, also es ist eine ganz... Was ganz natürlich ist, dass wir zumindest ein bisschen Angst davor haben, erwischt zu werden, also schuldig uns fühlen. Und in dem Moment ist der Körper leicht angespannt. Und unser Stimmapparat ist ja auch nichts anderes als ein Muskelapparat. Das heißt also, die Stimmbänder spannen sich auch leicht an. Und wenn die angespannt sind, dann schwingen die schneller, die Frequenz ist höher. Das heißt also, dass die Stimmlage leicht höher ist, wenn wir nervös sind. Und dadurch schließt unser Gegenüber daraus, dass wir nicht so ganz glaubwürdig sind. Wir wirken in dem Moment eben leicht unsicher. Das muss nichts damit zu tun haben, dass wir lügen, aber wir wirken unglaubwürdiger, als wenn wir entspannte Stimmbänder haben. Bisschen gefaked im Prinzip, oder? Die entspannte. Wir wirken irgendwie nicht echt. Dann irgendwas auch geht in dir wohl vor. Okay. Ja. Es klingt so, als ob eine leichte Nervosität ist zu hören. Und du klingst sehr souverän, wenn du diese entspannten Stimmbänder hast. Also das ist auch das, was wir dann im ganzen Körper, diese Spannung erreichen sollten. Und das ist nicht zu verwechseln mit Unterspannung, die da drunter liegt. Das ist dann eher so, ja, mir ist alles wurscht, ja, ich nuschel auch ein bisschen. Und Sprechspannung, wenn die darüber ist, ja, das ist sehr anstrengend, so jemandem zuzuhören. Ja. Das hört man dann auch in der Artikulation, dass einfach eine Überspannung da ist. Also es geht um eine Eutonie, um eine Entspannung. Und ja, schön und gut, in der sind wir glaubwürdiger, aber wie findet man denn jetzt diese entspannte Stimmlage? Das ist ja die eigentliche Frage und dafür stehen auch hier die Lebkuchen da.
Du kannst ja mein Versuchskaninchen sein. Ja. Es ist so, beim Sprechen zu essen ist eigentlich eine schlechte Idee. Das heißt, du kannst ja machen, was ich anleite. Okay. Das heißt also, du kannst ein Stückchen abbeißen. Ja? Also wenn man jemanden einlädt, der mit Sprechwissenschaft zu tun hat, dann wird es immer komisch. Ja? Also leg dir das immer ohne Kauen erstmal nur. Jetzt hast du schon ein bisschen gekaut, macht nichts, du hast den Geschmack im Mund. Und in dem Moment spür diesen Geschmack und sag, so wie du es gerade eben schon gemacht hast. So dieses, schmeckt es dir wirklich? Ja, ne? Dann kommt so nämlich dieses authentische, echte raus. Und wenn du dann jetzt isst, ja, und kaust, dann kannst du auch sehr geeignet für die Kamera. Ja? Ihr wisst jetzt, warum ich es nicht mache. Ich drehe den Ton noch ein bisschen lauter. Und dadurch entspannt sich so dieser Artikulationsapparat. Das heißt, so, wenn du jetzt das selber hörst, was du jetzt gerade artikulierst, hast du den Eindruck, dass es tiefer ist als die Stimmlage, in der du sonst sprichst? Ja. Leicht tiefer? Also kannst du es ein bisschen einschätzen oder wie ist es? Ich glaube, leicht tiefer. Also es ist einfach tiefer. Mhm. Ja. Also der Ton, den du gerade gefunden hast, das ist der, jetzt habe ich ans Mikro gerade gefasst, ich hoffe, ihr versteht mich immer noch, ja? Das ist der Brustton der Überzeugung, den du da gerade gefunden hast. Ja? Okay. Und du hast eine bestimmte Range an Tönen, die du produzieren kannst. Und es gibt jetzt eben im unteren Drittel diese Indifferenzlage. Das ist die, die wir jetzt eben finden wollen durch sowas. Ja? Das ist die Lage, in der du am glaubwürdigsten klingst. Und es sind eben mehrere Töne. Und dieser unterste Ton ist dieser Ton. Und jetzt geht es natürlich nicht darum, die ganze Zeit monoton diesen Ton zu sprechen, sondern so diesen mal zu finden und von da aus zu modulieren. Okay. Da drauf. Es wirkt auf, also Stimme ist was Sinnliches, das wirkt auf uns selber beruhigend. Ja? Also es ist nicht eine Technik, die man von außen aufsetzt, sondern man hat auch in Experimenten herausgefunden, dass wir selbst, wenn wir unsere Stimme in dieser Stimmlage hören, ruhiger und sicherer sind in dem Moment. Also wir fühlen uns auch in dem Moment ganz anders. Ich denke gerade an Bob Ross. Das ist ein sehr begabter Maler. Und immer im Studium, wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, die Prüfung am nächsten Tag wird echt schwierig, habe ich von ihm ein YouTube-Video angeguckt, so eine halbe Stunde, weil er einfach mit einer Stimme gesprochen hat, die so fantastisch auf mich gewirkt hat, dass ich immer, ich glaube, nach 8 Minuten eingepennt bin. Also ich habe nie ein fertiges Bild von ihm gesehen, weil ich immer eingeschlafen bin. Das war so beruhigend auf mich. Ne? Ich glaube, das ist auch nicht das, was Marie meint, dass ihr jetzt eure Kunden zum Einschlafen bringt. Und für alle Gesundheitsbewussten, ihr müsst jetzt auch nicht permanent irgendwie Lebkuchen essen. Passt halt jetzt gerade in die Weihnachtszeit, auch wenn das Video gerade irgendwie Anfang Januar ausgestrahlt wird. Gibt es da eine Alternative für die Gesundheitsbewussten? Du kannst auch Möhrchen essen. Das ist allerdings... Tu mal lieber die Möhrchen. Ja, genau. Ja, super. Das ist dann allerdings eher was für die Artikulation. Weil wenn du den ganzen Tag nur sowas Weiches isst oder Burger futterst, ja, dann trainierst du die Kiefermuskulatur nicht. Und wenn du Gemüse isst und Obst isst, also Hartes isst oder auch Nüsse isst oder sowas, dann trainierst du die Kiefermuskulatur und sorgst damit für eine deutlichere Artikulation. Das wäre dann eher dafür. Obst und Nüsse kann ich euch empfehlen. Also aus der Fitnessperspektive gesprochen ist das die gute Alternative zum Lebkuchen, der in meinen Händen schmilzt. Ich werde ihn gleich vernichten. Aber vorher gibt es noch einen Tipp für euch, für dich. Folgende Situation, Marie hat jetzt die Aufgabe, ein richtiges Arschloch anzurufen. Entschuldigt die direkte Ausdrucksweise. Also du musst einen Menschen anrufen, du möchtest ihm etwas verkaufen, deine Dienstleistung anbieten und du weißt, es ist ein Arschloch. Welchen Tipp hast du für all diejenigen, die gerade dieses Video sehen, um dich trotzdem positiv einzustimmen und dann halt auch mit deiner Stimme zu wirken? Ich esse weiter. Die erste Frage ist ja, die man sich da stellen kann, weiß ich denn wirklich, ob der andere ein Arschloch ist? Sehr gut. Also es ist ja oft so dieser Film, der in unserem Kopf abläuft. Da gibt es ja auch von Watzlawick die berühmte Hammergeschichte. Vielleicht hat die jemand gehört oder wir können die verlinken. Es ist, jemand möchte sich einen Hammer von jemandem leihen, hat denjenigen noch gar nicht gefragt. Das ist ein Nachbar, der diesen Hammer hat. Und überlegt sich dann, oh, aber was ist, wenn der mir diesen Hammer nicht leihen will?
Ach du meine Güte, wie kann man denn eigentlich so unhöflich sein und jemandem den Hammer nicht leihen? Was ist denn das für ein Arschloch? Also zu dem gehe ich nie wieder. Also steigert sich so rein, obwohl er mit demjenigen überhaupt nicht gesprochen hat. Also diese Geschichte ist dafür nochmal plakativ für dieses Thema, was in uns selbst sich eigentlich abspielt. Und was einem natürlich hilft, wenn man mit jemandem schon schlechte Erfahrungen gemacht hat und weiß, also ich bin jetzt wirklich nicht so auf einer Welle mit dem anderen, dann hilft mir, mir eine gute Eigenschaft am anderen rauszusuchen. Und es sollte halt wirklich eine Eigenschaft sein, es sollte jetzt nicht, ja, der hat schöne Haare oder so sein, sondern es sollte wirklich sein, ja, also ich finde es bewundernswert, wie lange der sich konzentrieren kann. Ja, also neulich irgendwie ohne Pause am Stück durchgearbeitet. Also das finde ich schon toll. Das wäre auch was, was ich mir abgucken könnte, sich da mal nicht ablenken zu lassen. Oder ah, ich weiß, das ist ein lieber Papa, geht toll mit seinem Kind um. Ja, das finde ich toll. Und dann, sie spricht von mir. Ja, du bist allerdings auch sonst kein Arschloch, muss ich sagen. Habe ich zumindest nicht festgestellt. Dankeschön. Und dann gehe ich in das Gespräch schon mit einer ganz anderen Einstellung rein. Das ist ja das Schöne, dass wir das hier verbinden können. Was macht deine Einstellung dann auch wiederum mit dem Gesprochenen und mit deiner Stimme, weil es ja alles miteinander verbunden ist. Es ist ja auch alles wiederum Energie, die irgendwie durch unseren Körper fließt, die wir abgeben, die dann überzeugend sind für den Kunden oder halt nicht überzeugend. Aber ihr wisst, unsere verdammte Aufgabe ist es, einen Menschen zu einer Entscheidung zu bringen. Und die kann auch negativ sein, denn wir werden nie alle von dem begeistern, was wir tun. Aber wir können sehr viel dafür tun, dass sie auch positiv sein kann. Und deswegen ist dieses Thema so unglaublich wichtig. Sucht euch was Positives. Ich habe den Tipp von Marie bekommen, als wir telefoniert haben. Das war so ein Telefonat, wo ich gar keine Lust hatte aufzulegen, aber irgendwie nach einer Stunde 20 dann doch mal den roten Hörer gefunden habe. Und habe seitdem in ganz, ganz vielen Trainings diesen Tipp schon weitergegeben. Also beispielhaft vor ein paar Wochen, ich muss jetzt einen Arzt anrufen, ich weiß, das ist aber wirklich ein Arschloch. Okay, was findest du an einem Arzt? Gut, ja, er rettet Menschenleben. Okay, dann hast du ein ganz anderes Mindset, wenn du ihn anrufst. Also ich habe den oft weitergegeben schon, diesen Tipp, und der zeigt schon seine Erfolge in der Praxis. Also nimm den gerne mit. Und wenn du das gut findest nach wie vor, was wir hier erzählen, dann denk an den Daumen, da, ne? Daumen nach oben, abonniert hast du garantiert schon und schreib fleißig in die Kommentare, was du zu diesem Thema denkst. Und wenn du wissen willst, warum der Kunde es hört, wenn du lachst, wenn du wissen willst, warum es wichtig ist, auch mal aufzustehen, und wenn du sehen möchtest, ob es mir gelingt, Marie dazu zu bekommen, ihre erotische Stimme hier nochmal vor der Kamera auszupacken, dann freu dich auf den dritten Teil dieser Videoserie und hab ganz viel Spaß mit deiner Stimme im Verkauf.